Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder beim Podcast Unmöglich vom Deutschen EC-Verband mit Andi und Ingo und wir sprechen heute über True Me. Andi, was verbirgt sich dahinter? Ha. True Me, ja, das wahre Ich. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, mein wahres Ich, Ingo. Dann breite es mal aus hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt will. Ja, genau, das ist ja so das Ding, ne? Also es geht tatsächlich um die um eine Geschichte aus der Bibel. Es geht um die Zachäus-Geschichte, der auf dem Baum sitzend, weil er Jesus sehen würde, von Jesus gesehen wird. Und ich habe nochmal so gedacht, eben als wir kurz mal drüber gesprochen haben, über diese Geschichte, für mich ist immer so krass dieser Punkt, wer will ich eigentlich sein und wer bin ich eigentlich? Und die Diskrepanz dazwischen, ja, Ingo hat mir heute mit Fremdwörtern voll auf die Sprünge geholfen, ich habe heute so eine Sprachblockade, glaube ich, irgendwie, muss am warmen Wetter liegen. Aber die Diskrepanz dazwischen, zwischen dem, was ich gerne sein möchte, zwischen dem, was ich bin und wie ich von anderen gesehen werde, ist manchmal echt krass. Und dazu kommt dann noch, wie Jesus mich eigentlich sieht. Und das ist ja das Geile an dieser Geschichte, dass Zachäus eigentlich Jesus sehen will, aber eigentlich sieht Jesus ihn. Und dann passiert Veränderung. Und was die Geschichte mit dir und mit mir zu tun hat, da wollen wir ein bisschen drüber quatschen. Ja, starten wir bei Zachäus. Seinem wahren Ich, zumindest so wie er sich gerade verkauft, ist eher so, dass er halt Geld einnimmt, beziehungsweise ganz viele Leute für ihn Geld einnehmen. Er sitzt nämlich am Zoll, die Leute kommen also vorbei auf dem Handelsweg, irgendwie gehen von A nach B und müssen immer so ein bisschen was abdrücken. Und er verdient daran halt so richtig Kohle. Das übrigens, hat er sich irgendwie aufgebaut. Ich habe übrigens probiert, ich habe mir überlegt, ob das mit dem Christiwill nicht eine geile Geldeinnahme gewesen wäre, so um den Tag zu finanzieren, dass ich mich einfach mal eine halbe Stunde vor die Toilette setze mit so einem weißen Kittel und so einer Schale davor in der Messe. Das wäre eigentlich ziemlich geil gewesen. So 50 Cent pro Klobenutzung. Ja. Mach ich beim nächsten Mal. Machst du beim nächsten Mal, müssen wir alle wachsam sein. Vor allem, wenn der Andi das richtig groß aufzieht, so wie der Zachäus, dann sitzt er nicht mehr selber da, sondern der hat da seine Leute, die da sitzen und er kassiert von den Leuten immer noch ab. Und er kassiert immer mehr wie die 50 Cent bei Sanifair. Oder also so, der, ne? Oberklo-Wärter. Sanifair, ja, genau. Kostet übrigens mittlerweile einen Euro, Ingo. Wahnsinn. Ich war schon lange da nicht mehr auf dem Klo. Egal. Also könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und dann merkst du, was das für ein Typ ist. Also die Leute fanden, und jetzt sind wir wieder beim Klo-Beispiel, das war ein richtiger Scheißkerl. Also, die hatten keinen Bock auf den. So, ne? Und der hat aber irgendwie gehört, dieser Jesus ist unterwegs und er war neugierig. Und das ist ja schon mal was Spannendes, dass wir manchmal in unserem Ich so, in unserem Alltag, ja, wir sind halt so geworden, wie wir sind, haben unsere Baustellen, haben vielleicht unsere so Saukerl-Situationen oder Angelegenheiten und trotzdem spüren wir brauchen da irgendwas. Und das hat er gespürt. Und das fand ich cool. Ja. Hast du auch so Saukerl-Situationen? Also. Ja, auf jeden Fall. Also, leider bringt meine Persönlichkeit sehr viel mit, wo ich sage, das ist jetzt nicht so rühmlich. So, also, ich bin da nicht stolz drauf oder so. Also, wir haben es ja schon öfter gesagt. Ich finde, man kann immer. Man kann mal leidenschaftlich und energisch sein. Ich kann aber auch mal cholerisch sein. So glaube ich. Und dann kommt das sehr unüberrascht. Und eigentlich kommt das natürlich aus einer Überforderung heraus. Ich würde aber sagen, ich habe zum Beispiel nicht gelernt, mit dieser Überforderung gut umzugehen. Hat mir irgendwie niemand gezeigt aus meiner familiären Umfeld. Und jetzt muss ich das hart trainieren, um meine Family nicht so zu behandeln, dass das oft nicht gut ist, weil ich bin dauerständig überfordert. So, ne? Also dafür gibt es einfach genug Themen in dieser Welt, die mich herausfordern, weil ich schon sehr ausgeprägt ist. Ich will dann schon auch was tun, ich will was besser machen und ich will auch meinen Kindern was ermöglichen und so weiter. Und dann kommt es automatisch, so, da bin ich auch mal ein Saukerl. So. Ich überlege gerade, ob ich dich schon mal cholerisch erlebt habe, aber ich bin mir gar nicht sicher. Den musst du jetzt auch nicht nach. Ja, dienstlich reißt man sich ja auch ein bisschen zusammen, gibt es ja schon nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Familie und Schule oder im Studium oder zu Hause, das gibt schon nochmal Unterschiede. Also ich würde sagen, ich bin zu Hause dann schon nochmal
Da ist einfach die Mauer, die man so ein bisschen nochmal so eine zurückhalten oder die professionelle oder keine Ahnung was, so Mauern sind dann einfach nicht da und dann erwischt man es auch mal eiskalt oder ich denke auch, dem Andi kann ich das nicht zumuten, meine Familie hat mich dann immer noch lieb, aber ob der Andi mich noch mag. So, und ich weiß auch nicht, ob es so super cholerisch ist, ich habe da schon so ein Bild vor Augen, ich denke mir, okay, das geht optimaler, würde ich zumindest sagen. So, ne? Also. Ingo, ich habe dich immer lieb, weißt du, immer. Fast immer. Solange du Dortmund-Fan bleibst, habe ich dich immer lieb. Ja, das ist ja krass. Manchmal hat man ja auch von sich selbst ein ganz anderes Bild, als andere von einem haben. Also zum Beispiel, wie gesagt, die cholerischen Züge habe ich an dir jetzt noch nicht entdeckt. Dementsprechend hat mich das ja auch sogar ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, aber okay, ich spreche mal mit deiner Frau das nächste Mal und mal hören, was die so erzählt aus deinem Leben. Aber beim Zachäus merkt man, da passt vielleicht das Verhalten und der Blick von den anderen zusammen. Also es gibt dann die Situation, Zachäus macht sich auf und will Jesus sehen und alle sind auf dem Bein. Das ist auch irgendwie krass damals gewesen, dass wenn Jesus irgendwo hinkam, das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, obwohl es noch kein Insta, Snapchat, BeReal oder was weiß ich was gab. Er zieht in diese Stadt ein, war halt Fame, ja, und die Leute kommen und wollen ihn sehen. Und Zachäus will ihn auch sehen und da steht halt, er war klein von Gestalt, also sprich, er war nicht ganz so groß. Irgendjemand hat mal gesagt, so ein Bordstein-Ninja. Kann man nicht genau sagen, auf jeden Fall, er sucht halt den Platz in der ersten Reihe, vielleicht auch, weil er es ein bisschen gewöhnt war, ne? So als Oberzöllner hat man jetzt vom gesellschaftlichen Leben zumindest mal eher eine VIP-Position von dem, was möglich gewesen wäre, finanziell und so, dass man sagt, hier, komm, lass mich mal vorbei, ich habe hier doch was zu sagen, aber die Leute lassen ihn nicht durch. Also es gab kein Durchkommen für ihn, er kommt nicht nach vorne und klettert dann auf diesen Maulbeerfeigenbaum drauf. Ich habe als Kind überlegt, wie kommt er denn da drauf? Ich habe so gedacht, wenn er so klein war, also als Kind hat man eine andere Vorstellung, ne? Da ist man ja selber noch klein, jetzt überlegt man, Zachäus war noch kleiner als ich, wie kommt er auf diesen Baum drauf? Und habe immer gedacht, naja, der hatte ja Geld, der hat wahrscheinlich jemanden einen Fuffi oder einen Huni hingesteckt und hat gesagt, heb mich mal hoch oder so. Und sitzt jetzt auf diesem Baum. Und dann kommt Jesus vorbei, kommen wir gleich nochmal auf diesen Punkt wahrscheinlich zu sprechen, aber als Jesus ihn dann sieht und einlädt, weil er bei ihm zu Gast sein möchte, da merkt man auch, dass die Leute ein gewisses Bild haben von dem, weil die regen sich auf. Wie kann man zu dem gehen? Ne? Also das ist so Unverständnis. Wie kann Jesus zu so einem Typ gehen? Also wir haben das, was Zachäus selber hat, diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen. Vielleicht ein bisschen aus dem Wissen raus, dass er nicht so ganz der ja, optimale ist, dass vielleicht da mehr ist als das, was er hat. Und wir haben den Blick von außen auf diesen Zachäus. Die sehen das auch so. Die sagen, dieser Typ, der, das geht gar nicht. Also der arbeitet für eine Besatzungsmacht, für die Römer. Der ist religiös, damit auch außen vor, gilt als Heide, weil er für Heiden arbeitet. Also ausgeschlossen. Und das lassen sie noch deutlich spüren. Und ja, das ist so dieser Blick von außen, der da noch dazukommt auf das Ganze, wenn es um About Me geht. Ich finde nochmal spannend, dass die Menschen ihn ja auch bewusst nicht nach vorne lassen. Ne? Egal, ob er jetzt klein war, weil man klein von ihm gedacht hat. Auch das ist irgendwie eine spannende Komponente. So. Aber die haben einfach gedacht, nee, und du hier nicht. Also sonst ziehst du uns ab und du kommst hier nicht durch. Und das spüren wir ja manchmal auch, dass wir, wie wir sind, gehen wir davon aus, wir sind nicht so ein cholerischer Scheißkerl oder Kerlin, sondern Kerlin, witzig. Aber nee, gehen wir mal davon aus, wir merken, wir kommen nicht an mit unserer Art und Weise. Wir fühlen uns so, wie wir sind, nicht so, als wenn wir in die erste Reihe durchlassen. Man lässt uns nicht durch, man lässt uns nicht mal teilhaben. Man motzt eher über uns, ach, geh da irgendwo hin. Und dann sieht er seine Chance, dann sieht er diesen Baum und denkt so, und ich will das aber sehen. Das, er ist angetrieben, er hat da richtig Bock drauf. Und das kommt auch aus ihm heraus, das finde ich cool. Was ich ganz besonders spannend finde an diesem Baum ist, dass der Baum super gut zu ihm passt. Das ist nämlich ein Baum, der ungenießbare Früchte trägt, die man erst aufritzen muss, dann strömt da ein Gas aus und erst dann werden sie genießbar und wachsen dann um ein Vielfaches. Das heißt irgendwie, es ist eine Frucht, die an sich ungenießbar ist, etwas braucht, eine Art Behandlung, Ergänzung und damit total
wächst und erst zum richtigen Potenzial kommt. Und das finde ich richtig geil an dieser Geschichte, dass allein diese Frucht schon so viel Symbolik hat. Wenn ich das jetzt auf mich übertrage, dann würde ich sagen, ja, ich an sich, ich würde nicht sagen, ich bin ungenießbar und schlecht oder so. Von der Theologie habe ich mich irgendwie verabschiedet und der Vorstellung, weil ich schon auch jetzt glaube, Gott hat mich gemacht und so. Und trotzdem glaube ich, dass ich manchmal so ein bisschen was brauche, um dann ganz zum Potenzial zu kommen. Und wenn es nur eine Vergebung ist, die dazu kommt, ein jemand nimmt mich mit, eine Begegnung mit Jesus, die mich dann nochmal nach vorne katapultieren kann. Und das wünsche ich mir auch für jedes True Me. Ja, aber das ist ja das Spannende. Also, was prägt mich denn? Also, wie reagiere ich da drauf? Ich merke, dass ich nicht irgendwie durchgelassen werde. Ich merke, dass ich vielleicht links liegen gelassen werde. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist, ich ziehe mich mehr zurück in mein Schneckenhaus und werde ganz still und ruhig und vielleicht depressiv, ja, und sitze in meiner Ecke. Oder ich werde aggro und ich teile so richtig aus, damit man mich wahrnimmt. Also ist ja manchmal auch so ein Hilferuf, hallo, ich bin auch noch da. Ich denke da echt an einen ehemaligen Kollegen aus einem alten Job, der eigentlich für ein Projekt verantwortlich war. Und über seine Köpfe ist ständig von vorgesetzter Stelle was für dieses Projekt beschlossen worden. Und dann ist er richtig aggro geworden. Damals in der Werkstatt wirklich mit Schraubenschlüsseln um sich geschmissen und so, weil er einfach nicht wahrgenommen worden ist, dass er doch den Hut auf hat. Da kam halt dazu das Blöde, er hat gedacht, er hat es im Griff, aber eigentlich hat das Projekt ihn im Griff gehabt. Und man hat ja versucht zu retten, was zu retten ist. Da ist wieder das Wahrnehmungsding. Und die dritte Variante ist, man fängt an nachzudenken, warum werde ich denn außen vor gelassen? Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, also dieses selber reflektieren und sich vielleicht hinhocken. Und ich finde beim Zachäus das halt so cool, dass er irgendwie von innen heraus getrieben diese Sehnsucht hat. Ich glaube nicht, dass es nur Neugier war, diesen Jesus zu sehen, weil der eine Veränderung bringen kann. Vielleicht hat er schon gehört, dass Jesus mit anderen Augen guckt oder dass er sich mit anderen Leuten abgibt. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, der Buschfunk damals, der hat ja super funktioniert. Das war ja viel effektiver als bei uns heute. Man war vielleicht auch ein bisschen fokussierter auf Ereignisse, weil man nicht so viele quasi bekommen hat, wie man heute kriegt. Aber dass er sagt, boah, ich will den sehen. Und dann sogar sich eigentlich auch die Blöße gibt, als Oberzöllner auf diesen Baum drauf zu klettern. Natürlich in der Hoffnung, man sieht ihn nicht. Weil ich glaube, das war schon immer ein blöder Moment, als die Leute stehen geblieben sind. Und ich sage das immer, stell dich auf den Schulhof, guck mal eine Zeit lang ganz interessiert nach oben und dann wirst du sehen, wie viele Leute im Schulhof mitstehen und nach oben gucken. Und genau das macht ja Jesus, der guckt nach oben, sieht ihn auf diesem Baum sitzen und alle gucken hoch und sehen ihn auch. Dieser Moment des Ertapptseins, der war wahrscheinlich auch für einen Zachäus nicht der schönste, aber es zeigt nochmal, dass ihm das wichtig war, diesen Jesus zu sehen. Wenn es nur Neugier gewesen wäre, ich weiß nicht, ob er dann nicht wieder nach Hause gegangen wäre. Keine Ahnung, geiles Wetter, ich schmeiß einen Grill an, geh in den Pool und lass die doch diesen Jesus gucken. Da steckte mehr dahinter. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese Königsdisziplin. Boah, ich weiß, irgendwas läuft da verkehrt gerade und ich brauche irgendwie was, was mich verändert. Oder? Also. Ja, absolut. Und dann ist es ein sich auf den Weg machen, sich darauf einlassen, auch nach dem wahren Ich zu Ausschau zu halten. Ich glaube, dass wir uns ja auch total oft so ein bisschen, wir entwickeln uns halt weiter und manchmal in eine gute Richtung, manchmal nicht so in eine gute Richtung. Also das merken wir ja irgendwie auch alle. Und die Gehirnforschung nennt das dann verwickeln und dann muss man das quasi wieder aufwickeln, damit man wieder zu seiner ursprünglichen, das ist eigentlich ja spannend, dass wir uns ja manchmal in so Dinge oder Themen oder Gedanken verwickeln. Uns kommt was in den Kopf wie, ich bin's nicht wert oder ich bin wie Zachäus, ich bin nur was wert, wenn ich vielleicht viel Kohle verdiene. Und dann haben wir so einen Gedanken und den werden wir nicht mehr los. Und in diesen Gedanken verwickeln wir uns und der verwickelt uns und dann müssen wir da irgendwie raus. Und für Zachäus war das, glaube ich, so eine Situation, diese Begegnung, ich sitze jetzt da oben, ich bin dieser Spur in mir irgendwie nachgegangen und dann begegne ich Jesus. Oder du hast es am Anfang gesagt, eigentlich entdeckt Jesus ja ihn, also Jesus begegnet Zachäus, er sieht ihn. Und noch krasser, er lädt sich ja gleich mitten in sein Leben ein, in seinen Alltag, in seine Wohnung, in seine vier Wände. Ja, und mitten in seine Situation. Also inmitten das, wo Zachäus vielleicht denkt,
Boah, da müsste ich mal drüber nachdenken. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was ist das, was mir heute hilft, so wenn ich mich verwickelt habe. Also auseinanderdröseln ist ja immer auch Arbeit. Also ein Stromkabel zum Beispiel, ich habe daheim so ein 30 Meter loses Stromkabel zum Hecke schneiden. Das rolle ich immer schön auf und binde mir das mit zwei Tapes zusammen. Und in dem Moment, wo ich es aufrolle wieder, ich weiß nicht warum, ich gebe mir alle Mühe, aber ständig sind da irgendwelche blöden Hetterer oder so drin, ne? Oder noch schlimmer, Seile vom Zelt, wenn du diese Abspannseile. Also für alle, die nicht so, er meint so Verknotungen und so Drehungen und so, ne? Ja, genau, also es ist verheddert. Ja. Kennt man das Wort nicht, oder was? Vielleicht nicht alle. Also, verschwurbelt, vor was weiß ich was. Also, ineinander verdreht, verknotet, wie der hochdeutsche Ingo jetzt sagen würde. Der übrigens auch aus dem Westerwald kommt an dieser Stelle. Haben wir noch so eine Verbindung. Aber, ne, es ist so eine Scheißarbeit. Also, ich habe neulich ein Zelt aufgebaut zum Proben, weil ich mit meinem Junior bald unterwegs bin, damit. Und da haben sich diese blöden Abspannseile ineinander verdreht. Die habe ich zwar in so einer Tasche, in einer extra Tasche drin, einzeln aufgewickelt und mit so einem Gummi drum. Und beim Rausholen lagen die dann auf dem Haufen und die Gummis waren schon ab. Und ich ziehe eins raus und auf einmal hängen die alle ineinander. Das ist so ein scheiß Job. Also das ist so blöd. Und ich glaube, das ist im Leben genauso. Wenn mein Hirn sich wieder verheddert hat in irgendeiner Situation oder irgendeiner Persönlichkeitskiste oder so, das aufeinander zu hettern. Also ich persönlich scheiter immer daran, wenn ich es alleine machen muss. Weil dann verhättert es irgendwie noch viel mehr. Und das war bei den Seilen so ähnlich. Ich habe mir dann quasi meinen Junior zur Hilfe geholt und habe gesagt, halt mal die eine Seite fest. Und so, dass die quasi schon mal fixiert war. Und dann konnte ich mit der anderen Seite gucken, wo hängt es denn eigentlich und wo hakt es denn eigentlich. Das war viel einfacher, zu zweit das zu lösen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, wie geil, dass er sich auf die Suche gemacht hat, wer hilft mir dabei. Und das ist so ein Ding, dass ich mir mit meinem Ego manchmal, was ich so habe, auch immer wieder sagen muss, nach außen hin das Bild, wenn wir bei diesen Bildern sind, ist ja oft so, ich habe es im Griff. Aber eigentlich habe ich es gar nicht im Griff. Aber wenn ich jetzt quasi mir jemanden um Hilfe hole oder suche, der nochmal von außen auf mein Leben drauf guckt und mir vielleicht nochmal was zuspricht oder auch sagt, Mensch, Andi, das ist jetzt gerade nicht so der Brüller oder Ingo, du mit deinem scheiß cholerischen Zuhause sein immer, das geht mal gar nicht. Und dann dir hilft, das zu enthettern. Damit gebe ich ja auch quasi das, was ich eigentlich nicht nach außen zeigen will, muss ich ja preisgeben. Und gleichzeitig ist das aber der einzige Weg, zumindest bei mir, dass ich jemanden dazu nehme, der mich erstmal aufmerksam drauf macht oder mir hilft, diese Knoten zu entwirren. Und das muss ich sagen, finde ich an Zachäus auch irgendwie Größe, dass er sagt, nee, ich will gucken. Was kann der mir vielleicht auch helfen? Mir geht es in Situationen so, dass ich manchmal schon alleine probiere, das aufzuwickeln oder wieder zu entzurren und zerren und versuche hier, diese Bändel müssen dahin und das andere muss dahin. Und ich merke, ich bin richtig ungeduldig. Ich will das halt jetzt gelöst haben, das Problem. Ich will jetzt so sein, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, das geht nicht. So, wir brauchen einfach Zeit. Wir haben Zeit gehabt, es zu verwickeln. So, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Wir haben da irgendwann, sind wir da diesen Weg gegangen. Wir brauchen mindestens so lang zurück. So, vermutlich. So, ne? Ich fand das immer gut, wenn ich als Teenager war ich schon mal so verliebt und so, ne? Nein. Doch. Nein. Und wenn ich dann mit jemandem zusammen war, dann ging die Beziehung vielleicht, sagen wir jetzt mal, ein Jahr. Ja, immerhin, ne? Immerhin, ne? Ja, absolut. Ich klopfe mir jetzt auch mal stolz auf die Schultern. Was ich aber gemerkt habe, ist, um all das zu verarbeiten, der Beziehung, habe ich eigentlich noch mal so lange gebraucht, um mich irgendwie davon auch wieder zu erholen, sage ich jetzt mal. Nicht die Beziehung war nicht, das klingt furchtbar. Nein, die Ladies waren immer alle super. Ja. Aber nein, sich wieder zu lösen und zu gucken, sich neu auf den Weg zu machen, sich wieder zu finden oder keine Ahnung was so. Ne? Das dauert, will ich damit sagen. Und ich glaube, das ist was wir bedenken müssen. Und dann eben nicht alleine unterwegs zu sein. Ich brauche auch immer wieder Impulse von außen, die mir helfen. Dann da, sonst falle ich doch wieder in alte Rollen. Und alte Muster oder so, ne? Und deswegen zu gucken, aber sich auf den Weg zu machen. Wer bin ich jetzt eigentlich? Ich sehe das schon, nach dem nächsten Urlaub mit seiner Familie geht Ingo zu Klaus, unserem Chef, und sagt, ich brauche nochmal Urlaub, ich muss mich erholen vom Urlaub mit meiner Familie.
Die sind so anstrengend gewesen. Ich nicht, aber die. Ja, so langsam kommen wir dem wahren Ich, dem True Me bei Ingo auf die Spur. Aber ja, das ist es. Und ich glaube, da ist dieser, das, was du eben angesprochen hast, dieses, man versucht es selber, ist eine ganz normale Reaktion. Weil man will ja manchmal niemanden zur Last fallen oder halt dieses, ich bin ja schon selber groß. Das Coole ist ja, dass Zachäus hier auch nicht zu Jesus sagt, oh, jetzt hast du mich entdeckt und jetzt hast du 5 Minuten Zeit für mich zum Reden. Sondern ich glaube, das macht den Unterschied aus zwischen Jesus und Menschen, dass Jesus dann sagt, hey Zachäus, komm runter, komm schnell runter von diesem Baum, komm schnell runter von dem, was dich vielleicht auch schützt vor den Blicken von den anderen, vor dem, auf das du dich gerade geflüchtet hast, damit du mich in Ruhe sehen kannst. Also komm runter, zurück in die Öffentlichkeit, zurück in deinen Alltag. Und ich möchte, also Jesus lädt sich ja wirklich selber ein, hast du eben schon gesagt, ich möchte bei dir zu Gast sein. Also Jesus lädt sich ein. Oder man könnte es positiv so formulieren, er bietet sich an. Also er schenkt dir Zeit, er schenkt dir Aufmerksamkeit, er schenkt dir Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er schenkt dir Aufmerksamkeit. Und es ist ganz oft so in der Bibel, dass Leute natürlich oft kommen und sagen, hey, bitte, bitte, kannst du? Aber es gibt auch viele Geschichten, wo Jesus sagt und in das Leben reinspricht. Bei einem Kollegen von Zachäus, bei Matthäus, war es ja genauso. Also der sitzt da auch rum und Jesus geht hin und sagt, hey, steh auf und komm mit mir. Also ganz viele Situationen, wo Jesus aktiv hingeht und sagt, komm, ich biete dich an, ich biete mich dir an, lass uns zusammen unterwegs sein, ich möchte dir eine Veränderung schenken in deinem Leben. Und das finde ich den großen Unterschied. Das ist mega. Und ich finde nochmal ganz besonders, Jesus sagt ja, komm runter. Und ich würde das schon auch so interpretieren. Wir haben am Anfang gesagt, dass es vielleicht so ein bisschen würdelos ist, dass der Typ da hochklettert und sich da irgendwie auf den Baum setzt, damit er irgendwie was sieht, weil die anderen ihn nicht ranlassen und so weiter. Er gibt ihm also auch seine Würde zurück. Du musst da nicht da oben sitzen und dich irgendwie angaffen lassen, komm runter und ich will sogar bei dir zu Gast sein. Er stellt ihn damit total in so ein Zentrum von ich hab dich gern, ich hab dich lieb, auch so wie du bist. Du musst nicht erst jemand anderes werden und dann habe ich Zeit mit dir. Und das finde ich auch cool. Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht. Es gibt so eine fromme Floskel, ne? Boah, du bist von Gott so gemacht, wie du bist. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, auch mit ein bisschen Bäuchlein, Andi. Und ich meine damit aber jetzt noch mehr Gaben, Fähigkeiten, auch den cholerischen Ausbrüchen, die man hat oder so. Also das gehört auch zu mir. Ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Und wenn ich der nicht wäre, würde ich auch für andere Dinge weniger einstehen. Deswegen, das gehört zu mir und es ist okay. Und ich glaube, dass Gott dieses True Me auch ganz will. So, ne? Es ist nicht so ein True Me im Sinne von, okay, ich muss jetzt meinem wahren Ich erstmal, ich muss jetzt erstmal alles, was doof scheint, loswerden. Manches scheint nur doof, ist aber auch cool und wir müssen es nur hinkriegen, dass es nicht negativ ist, dass es nicht schlecht prägt, dass es Menschen nicht verletzt. Weil ich glaube, ganz viele Sachen sind auch super Gabe, die Gott uns gibt. Und wir merken nur, wir kommen mit unserer Gabe nicht klar, weil unsere Gesellschaft sie vielleicht auch nicht so richtig damit klarkommt. Und wir verlernen dadurch das Gute daran. Und ich glaube da fest dran, dass wir tief in uns tatsächlich, dass das so ist, dass Gott uns gemacht hat, wie wir sind. Und dass wir dieses Wir, wie ich bin, das True Me, halt mit ihm nochmal richtig auspacken und entdecken dürfen, um zu wissen, hey, so ticke ich jetzt wirklich. Und das ist auch positiv und kann auch wirklich positiv sein. Ich finde das einen guten Schluss von diesem Podcast, weil das ist ja oft das, wo mir festhängen. Boah, also bin ich das überhaupt wert? Oder kann ich mich überhaupt öffnen? Das ist scheißegal, weil nicht du musst Jesus begegnen, Jesus möchte dir begegnen. Also das wirklich zu sagen, egal was mich jetzt beschäftigt, egal, was mich jetzt vielleicht, wo ich selber schlecht über mich denke, das kann ja auch die komplette Ruhe sein, dass man sagt, boah, ich eigentlich kann ich gar nichts. Ja? Egal, ob du nichts kannst, ob du viel kannst, ob du viel Scheiß kannst. Oder was übrigens nie stimmt, ne? Jeder kann was. Ja, natürlich. Genau, aber das sich auch nochmal zusprechen zu lassen, finde ich unheimlich wertvoll. Und nicht zu denken, boah, ich kann diesem Jesus gar nicht begegnen, weil das ist genauso falsch, weil Jesus begegnet dir. Und das, was wir dir vielleicht mitgeben möchten heute, also zumindest was ich dir gerne mitgeben möchte heute, Ingo hat ja auch gerade schon ein paar Sachen gesagt, ist aber auch dieses, du
darfst einfach festhalten, dass Jesus dir begegnet. Und vielleicht ist es einfach nur, wenn du auch in der Ecke sitzt und denkst, hier entdeckt er mich nie, wieso sollte er mich hier finden? Jesus bleibt vor dir stehen und hängt bei dir. Und das finde ich cool. Und das auf dem Schirm zu haben und diese Veränderung erleben zu dürfen, da wo wir uns Zeit nehmen, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, hey, und jetzt müssen wir diesen Podcast auch in die Zielgeraden führen. Die Kollegen hüpfen schon draußen vor der Bürotür über dem Fenster hin und her. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr euch was mitgenommen habt von True Me und der Zachäus-Geschichte. Wir wünschen euch einen richtig guten weiteren Tag. Macht euch auf den Weg, steigt auf irgendeinen Baum und wartet ab. Vielleicht begegnet Jesus euch. Bestimmt. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.